Die GWD-Spielerinterviews werden präsentiert von der Anwaltskanzlei Peter Jahn für den Fall der Fälle. Ja, das Interview nach dem Spiel heute bei mir, Charlie Schöstrand. Charlie, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg und zu einer tollen Leistung von dir. Ja, danke schön. Das war sehr gut für die ganze Mannschaft, aber auch für mich. Das war das erste Mal, dass du im grün-weißen Trikot zweistellig getroffen hast, oder? Ja, in jedem Fall in der Liga. Ich habe einmal in der Pokalspiel 11 Tore gemacht oder so, aber das war gegen eine schlechte Mannschaft. Jetzt war es heute so, dass das Spiel natürlich auch so ein bisschen für dich zugeschnitten war. Viele Gegenstöße aus einer guten Deckung raus und Alex hat auch immer wieder dich gesehen und hat den Ball auch gut abgespielt. Ja, ich habe ein paar Tore. Alex, ich muss ihm danke für die. Ah ja, aber wir haben gut abgespielt und das ist der Schlüssel heute, glaube ich. War jetzt einfach der Gegner heute schwächer als die anderen oder war die Leistung besser? Denn das war ja das erste Mal seit langer Zeit, dass wir hier in der eigenen Halle auch mal ganz deutlichen Sieg eingefahren haben. Ja, ich glaube Dormagen ist nicht so schlecht, aber wir haben es viel besser gespielt dann letzte Mal gegen Rostock. So, das war ein großer Unterschied. Und ja, ich glaube, das ist der große Ding. Du bist ja nach Deutschland, du wolltest ja nach Deutschland kommen, spielst jetzt bei GWD und möchtest ja auch viele Tore machen, gerade als Außen. Ist jetzt so, dass wie das heute gelaufen ist, wie du es dir vorgestellt hast? Noch einmal. Läuft es jetzt so, wie du es dir heute, wie es heute gelaufen ist, so hast du es dir vorgestellt für die Liga? Ja, ich möchte gern, dass wir so spielen. Da viel Gegenstoß, das finde ich super für mich. So, ja, ich hoffe, wir können das mehr machen. Jetzt kommt ja gleich am Freitag, also schon nach zwei Tagen Ruhe, gleich wieder das nächste Spiel. Die Belastung ist extrem groß und es dauert nicht lange, dann geht es nach Erlangen, der ärgste Verfolger. Ich glaube, wenn man da jetzt auch nochmal vielleicht Punkte holen kann, dann sieht es wirklich sehr gut aus für einen Aufstieg, oder? Ja, es sieht gut auch, aus und ja, es ist dasselbe für alle Mannschaften. Aber jetzt haben wir ein bisschen Abstand oder wie sagt man, ja. zu der dritten, vierten Mannschaft. Wir und Erlangen, wir sind ein bisschen vorher, aber die vierte Mannschaft, das ist der Wichtigste, dass wir bleiben in der Top 3. So, dann, ich habe es gerade gesagt, schon am Freitag geht es nach Essen, dann habt ihr wirklich mal 8 Tage Ruhe für ein Spiel. Das heißt, nochmal einmal Zähne zusammenbeißen und dann so ein bisschen ruhiger angehen lassen. Also nochmal einmal alles zusammenreißen für Freitag. Ja, ja, wir müssen ein Spiel wie heute machen, noch einmal. Und ja, das glaube ich, wir haben heute das gemacht und ich glaube, dass wir das Freitag auch machen. Vielen Dank, Charlie Schöstrand, und weiter so auf dem Weg. Ja, danke schön.